Hallo, liebe Schrauber, herzlich willkommen im Mofa-Keller. Ja, heute geht's weiter. Neue Folge, neues Glück. Und zwar, ja, wir haben ja schon einiges gemacht zusammen. Wir haben Wellendichtringe erneuert, wir haben Kurbelwellenlager erneuert. Ja, O-Ringe haben wir auch neue drauf gemacht. Also eigentlich haben wir dem Motor jede Menge Gutes getan. Ich habe in der Zwischenzeit noch ein bisschen Lack drauf gemacht. Und zwar, ja, ihr seht es hier, ich schalte es noch mal ein bisschen näher dran. Sieht cool aus irgendwie, ja, aber naja, ich habe da einen Lack gekauft, der ist hochtemperaturbeständig, bis 600 Grad, irgendwie sowas. Aber ich habe im Nachhinein auch gelesen, also für das Motorgehäuse hätte es auch ein normaler silberner oder hellgrau Metallic-Lack getan, wäre also auch okay gewesen. Bei dem hier hatte ich das Problem, der ist unheimlich schlecht getrocknet. Ne? Es ist natürlich jetzt im Mofa-Keller hier unten ziemlich kalt. Draußen konnte ich nicht lackieren. Also habe ich das nach und nach hier drin gemacht. Ja, dann auf der Heizung getrocknet. Also das hat fast 10 Tage gedauert, bis das einigermaßen so war, dass man es angreifen konnte wieder. Ja, okay. Hat aber funktioniert. Sieht einigermaßen aus. Ob man es braucht, ist eine andere Frage. Wenn ihr das machen wollt, lackieren wollt, dann denkt an den Deckel hier, den Kupplungshebel und den Schalthebel. Weil das sind die drei Sachen, die nachher oben noch rausgucken aus dem Motor. Macht die gleich mit, sonst müsst ihr nachher zweimal anfangen. Und dann dauert es umso länger. Okay, was haben wir uns vorgenommen? Ganz klar, wir wollen wieder zusammensetzen, die ganze Geschichte. Und das geht wie folgt. Ja, zum Zusammenbau des Motors nehmen wir diesmal die Gehäuseoberseite, also das Teil, wo das Typenschild drauf ist. Legen die auf den Kopf quasi und fangen jetzt an mit der Kurbelwelle. So, Kurbelwelle gibt es Folgendes zu beachten. Dieser große Ring hier, zündungsseitig, gehört in diese Nut hier. Darauf müsst ihr achten, dass das ordentlich da reinpasst. So, das drückt sich dann feste da rein. Alle Distanzscheiben und so weiter sitzen an ihrem Platz. Die können ja auch da gar nicht weg. Das Ganze lässt sich leicht drehen. Okay, so sieht es aus. Da sitzt das Rad, die Scheibe in dieser Nut hier drin. Ja? Da sitzt alles schön fest da drin, hat alles seinen Platz. Okay, Kurbelwelle sitzt. So, als nächstes kommt die Hauptgetriebewelle. Hauptgetriebewelle ist diese hier. Das ist die mit dem großen Zahnrad. Das erklärt sich von selber, die kann nur in eine Position, nämlich da, wo das große Rad läuft. So, hier gibt es drauf zu achten, ich lege das mal so lose rein. Ganz kurz. Dieser Wellendichtring hier, wenn ihr den bis auf das Zahnradpress aufschiebt, dann sitzt der nicht ganz so gut. Also der muss außenbündig mit dem Gehäuse sitzen. Dann ist es richtig. Ja, damit das auch richtig dichten kann hier an dieser Stelle. Okay. Hier ist auch wieder so ein Ring, der das Ganze fixiert in seiner Lage. Jetzt muss ich es aber noch mal rausnehmen. Das hat folgenden Grund: Ihr müsst, wenn ihr die Hauptgetriebewelle montiert, an die Schaltgabel denken. Die kriegt ihr sonst später nicht mehr rein. So, ich nehme das noch mal raus. Schaltgabel ist dieses Teil hier. Okay. Da sitzt quasi von außen nachher der Schalthebel drauf. Hier habt ihr die Aussparung für den Schalthebel. Zack, das passt genau da rein und das bringt nachher die Schaltbewegung, ja? Okay. So, und da kommt noch der Kniff mit den Nutensteinen. So, hier haben wir
Kleine Dinger, die Nudensteine. Okay, die sind in meinem Fall bei meinem Motor hier auf beiden Seiten gleich. Es gibt welche, die haben eine längere Seite und eine kürzere Seite hier. Dann kommt die längere Seite, zeigt dann zur geschlossenen Gabelseite. Hierher, in diese Richtung. Okay, bei uns, in unserem Fall hier ist es egal, einfach einsetzen und Spaß haben. So, die kommen so rein. Von innen. Ja, manchmal hat man Glück und das knackt so ein bisschen, dann halten die auch gut. Aber manchmal sind die auch so ein bisschen, naja, ich will mal sagen, ausgeleiert. Dann kann man hier hinten einfach mit dem Finger ein bisschen Fett dran machen und die sozusagen mit Fett erstmal da fixieren. Ja, ein bisschen reinkleben. Das geht auch. Ja. Ich probiere es jetzt erstmal so, wenn es nicht funktioniert, kann ich immer noch Fett dazu machen. Das ist im Umgang mit der Kamera und so weiter immer ein bisschen schwierig mit den Fetthänden. Ich probiere es erstmal so, okay? So, Hauptgetriebewelle, die haltet ihr so hin, wie sie reinkommt. Nehmt die Schaltgabel dazu. Mit dem Gewinde, da ist ja ein Gewinde drin. Mit diesem Gewinde nach unten, so, schiebt das hier so drüber, diese Nudensteine, da habt ihr es gesehen, da fliegt er schon, okay, also doch fett. Einen Moment. Wollen wir den noch ein bisschen auf die Sprünge helfen hier? Ich mache einfach hier so ein bisschen Fett dran. Einfach hier hinten rein. Das hat noch keinem Motor geschadet, braucht ja keine Angst zu haben, wenn sich das mit dem Getriebeöl vermischt oder so. Das ist so geringfügig. Das ist kein Problem. Ne? Also einfach da so ein bisschen dran. Und zack. Dann fallen die nicht gleich wieder raus. Und hier auch nochmal. So, jetzt wollen wir hoffen, dass das hält. Okay, ja, so ein bisschen längs ausrichten, die Geräte hier. Okay, gut. Finger abputzen. Fett wieder auf die Seite. So, Achtung. Jetzt hatten wir gesagt, Gewinde nach unten. So. Und jetzt schiebt ihr das so darüber, dass diese Nudensteine in dieses Schaltrad hier reinfassen. So, okay. Dann haltet ihr das Ganze so ein bisschen fest. Hier rein das gute Stück. So, passt. Dann sollte das so aussehen. Okay. Wenn ich es gut festhalte, kann ich das nochmal von vorne zeigen, auch mit dem Risiko, dass es jetzt nochmal rausfällt. Passt mal auf. Könnt ihr die Steine da drin sitzen sehen? Hm? Ja, ich glaube, man kann es erkennen. Bisschen schwierig auszujustieren hier, aber da oben kann man es erkennen. Ne? Ich bewege mal die Schaltgabel ganz vorsichtig, ohne dass mir das Ganze wieder auseinanderfällt. Okay, gut. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Hervorragend. So, weiter geht's mit der Getriebewelle. Das ist als nächstes. Die müsst ihr jetzt hier vorne quasi um diese Schaltgabel drumherum legen. Da seht ihr auch hier großes Zahnrad, kleines Zahnrad. Das kann nur so zusammengehören, ja. Kann also gar nichts passieren. Von hier vorne vorsichtig reinfügen, ohne dass ihr euch die Schaltgabel da wieder auseinanderzieht und die Nudensteine irgendwo in den Motorraum kickt. Also sitzt schon, ne? Nicht vergessen, diese Abdeckkappe hier, ja, die kriegt ihr nachher nicht mehr rein. Also die kommt hier außen drüber. Okay?
Jetzt sollte das Ganze so aussehen. Einverstanden? Gut. So, ein großes Teil fehlt noch. Tretkurbelachse. Dabei ist zu beachten, dass diese Bremsfeder hier, das Teil hier, das muss da unten drin sitzen, zwischen diesen beiden Dingern hier, sonst habt ihr nachher keine Möglichkeit zu bremsen. Das arretiert quasi diese Feder da in ihrem Sitz. Achtung, also lasst das nach unten zeigen, gerade nach unten, hier rein. Na, komm, so, sitzt drin. Dann merkt ihr auch, dann hat das hier so ein bisschen Hinterhalt und hat eine Funktion hier. Ne? Könnt ihr auch mal den Finger nochmal nachfühlen da unten, ob das richtig sitzt oder wenn ihr euch unsicher seid, bei mir hat es nicht richtig gesessen, nochmal ein bisschen drehen. So, das sieht besser aus. Na komm. So, die Scheiben, die müssen da alle an ihrem Ort sitzen. Achtung, zack, jetzt ist er drin. Okay. So, da müsst ihr drauf Acht geben. Diese Scheibe hier sitzt am Rand. Die große Scheibe hier, da wo ich jetzt dran klapper, ne, die sitzt auch am Rand. Die können eigentlich auch gar nicht anders sitzen, sonst kriegt ihr das Ganze nicht zusammen. So, jetzt sieht es wie folgt aus. Ich versuche es nochmal festzuhalten, damit man die Bremse unten sieht. Das ist schwer zu erkennen, glaube ich, ne? Aber die sitzt richtig. Das könnt ihr erfüllen mit dem Finger da unten einfach reingehen und gucken, ob das zwischen diesen zwei Gehäuse Nasen da drin liegt, ja. Das hat dann auch nach links und rechts ein bisschen Widerhalt hier und die Scheibe bewegt sich eben. So. Ich nehme es trotzdem noch mal raus. Jetzt habe ich was übersprungen. Ist nur eine Kleinigkeit. Aber sollte man machen, diesen Sitz hier von der Sache noch mal richtig einfetten, weil A dichtet das ein bisschen und zweitens sorgt das natürlich auch für Leichtgängigkeit nachher. Ne? Also ruhig das Ganze mehrmals nachkontrollieren, kann nichts kaputt gehen dabei. Wichtig ist, wenn man so einen Schritt ausgelassen hat oder mal vergessen hat, macht es noch im Nachhinein. Ist alles kein Problem. So, Scheibe da rein. Bisschen drehen das Ganze, zack. Also passt. Überstehendes Fett müsst ihr da ein bisschen abwischen an der Stelle, wenn daneben was rausguckt. Die Profis haben in dem Stadium hier schon überall Dichtungsmaterial dazwischen. Also so schnell und so sattelfest bin ich da nicht, dass ich mich das traue. Ich mache das immer erst zum Schluss. Das heißt, wenn ich sehe, dass alle Teile gut sitzen, nichts fehlt, nichts verwackelt ist oder sonst was, ja, dann mache ich hier außen mein Dichtungsmaterial drauf und klebe den Motor zu quasi. Ne? Weil dann habt ihr nachher keine Möglichkeit mehr, noch irgendwas zu machen. Dann ist es fertig. Ne? So, wenn ihr das Ganze jetzt vorsichtig dreht, dann bewegt sich hier alles schön. Wunderbar. Hier fehlt die Verbindung noch mit der Kupplung, aber so läuft es schon richtig gut. Okay. So, Leute, die Getriebeteile sitzen alle drin, alles gut. Jetzt kommt tatsächlich der spannende Moment, jetzt kleben wir die Motorhälften zusammen und verschrauben die. Es gehört hier eine Dichtungsmasse dazwischen, ich nehme hier sowas hier. Andersrum halten. Okay, ja. Das ist eine feste Dichtungsmasse, also die härtet aus, ist temperaturbeständig. Es gibt verschiedene Sachen, auch auf Silikonbasis, die bleiben ein bisschen elastisch.
Da hat jeder so seine Vorlieben. Also ich nehme am liebsten das hier, weil sich das auch schön dünn auftragen lässt. Das seht ihr gleich. Das funktioniert recht gut damit. So sieht es aus. Ne? Das ist eine braune flüssige Masse. Und den Anfang mal ein bisschen wegmachen. Sieht eigentlich aus wie Uhu oder Patex, sowas in der Richtung. So, und das tragt ihr halt überall auf, wo die Gehäusehälften nachher Kontakt bekommen. Ne? Geht da dünn mit um, also wirklich sparsam. Das muss nicht dick sein. Und von den beweglichen Teilen wegbleiben, dass ihr euch da nichts zusammenklebt. Ja. Braucht es wirklich nicht viel. Ja, das sieht nachher auch nicht so toll aus, wenn das überall außen rauskommt. Wenn da nach innen mal so ein klein bisschen durchdrückt, nach innen rein, das ist überhaupt nicht schlimm. Also das schadet dem Motor nichts. Auch hin und wieder mal, ich muss den jetzt mal ein bisschen drehen. Wichtig ist halt nur, dass ihr keine Stellen vergesst. Ja, wenn irgendwo was eine Stelle zu viel habt, ist auch nicht groß, keine große Tragödie. Aber wie gesagt, nichts auslassen, ne? Besonders da, wo es nach außen hingeht hier. Ist es eigentlich nicht. Jetzt seht ihr auch, warum die Profis von Sachs das im demontierten Zustand machen. Ja, das ist schon einfacher, ganz klar. Aber für uns Semi-Profis, sage ich mal, ist es so die sicherere Lösung. Ja. Also damit da wirklich nichts passieren kann. Ja. Habt ihr auch einen Moment Verarbeitungszeit hier? Das ist also kein Problem. Das dauert schon ein bisschen, bis das anfängt hart zu werden hier. Da hat man also genug Zeit, das sorgfältig zu machen. Aber wie gesagt, sparsam. Deswegen, ich kratze das immer so ein bisschen auf hier. Also das müsst da keine dicken Würste da drauf machen. Ne? Weil das müsst ihr nachher auch alles wieder entfernen. Das drückt sich halt nach außen durch. Drückt sich nach außen durch und sieht halt wirklich auch blöd aus da, ne? Gerade jetzt, wo wir den Motor noch lackiert haben, ist das noch zusätzlich schwierig, ja. Wenn es euch ein bisschen leichter machen wollt, dann nehmt ihr halt verschiedene Teile nochmal raus. Also ich könnte jetzt hier beispielsweise ohne Not die Kurbelwelle ja noch mal rausheben. Ist ja nichts dabei. Die hat ja auch keine Verbindung zu den übrigen Teilen. Also da kann man ruhig noch mal Hand anlegen hier. Dann kriegt man die Stelle hier auch besser bewerkstelligt. So. Ich glaube, wir haben alles erwischt, aber ruhig noch mal kontrollieren. Das Ding hier könnt ihr auslassen. Da ist nachher, das steht über. So, hier rum, hier rum, hier rum, hier rum. Das ist überall der um die Tretkurbel. Hier ist zu, da ist zu. Okay, ich glaube. Also ruhig noch mal genau nachgucken. Kann überhaupt nichts schaden. Sieht ganz gut aus. Okay. Ja, das Zeug fängt schon langsam an, so ein bisschen zu ziehen. Das wird dann so gummimäßig. Keine Hektik bekommen deswegen. Wir sind gut in der Zeit hier. Alles kein Problem. So. Jetzt nochmal alles kontrollieren, dass alles an seinem Platz sitzt hier. Nochmal drüber schauen. Nochmal vorsichtig drehen. Ja, ich denke, das passt soweit. Und dann kommt die Gehäuseoberseite drauf.
seht ihr schon. Dann drückt sich das ein bisschen raus. Also ich drücke das schon mal so handfest auf. Okay. Ja, das sieht alles sehr gut aus. Können wir gut zufrieden sein. Dann nehmen wir unseren Satz Schrauben. Stecken die erstmal lose da rein. Könnt ihr euch noch erinnern, die kleine Schraube ganz hier hinten. Und die großen hier am Rücken entlang. Zack, zack. Kann man eigentlich nicht vertauschen. Also man sieht es direkt, wenn man sie falsch reingesteckt hat, gucken die zu weit raus. Die müssen so einen guten Zentimeter rausgucken. Falke verkehrt, habt ihr sie gesehen? Die rutscht direkt da rein. Die kommt nämlich dahin. Dahin. Zack, zack, zack. So. Ich nehme immer ganz gern hier mein Helferlein dazu, weil mir das zu lange dauert. Aber noch nicht festschrauben. Kurz davor aufhören. Weil es gibt nämlich eine Reihenfolge, in der man das Ganze zuschrauben soll. So, also wie gesagt, jetzt geht das Ganze nach Reihenfolge. Ich habe mir hier einen Innensechskant mal auf die Ratsche gezogen. Das ist Schraube Nummer 1. Erstmal handfest drauf machen, bitte. Nummer 2. 3. 4. Legt euch den Motor genauso hin, dann habt ihr auch die richtige Reihenfolge, ja. Sonst kommt er da auch schnell durcheinander. Ne? Das hat halt die Bewandtnis, dass man den Motor nicht in sich verzieht. Ja? Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7. Nummer 8. Nummer 9. Zählt da auch ruhig mit. Also gut ist es, wenn ihr nachher bei 15 ankommt. Wenn das nicht der Fall sein sollte, habt ihr irgendwo was vergessen. Okay. So, Nummer 12. Ja, komm. Könnt das auch beim Technik Ostfriesen nachlesen. Da gibt es eine ganz wunderbare, ja, auch von Herkules Nummer 14, Entschuldigung. Und die letzte ist die kleine hier, wie immer. Nummer 15. So, alle Schrauben angezogen, noch nicht zu fest. Wer es ganz genau machen will, bin gleich wieder da. Uno momento. Wer es ganz genau machen will, nimmt sich noch mal den Drehmomentschlüssel dazu. Hat man nicht immer zur Hand, ist klar. Aber ja, das ist so ein Bursche hier. Kennt ihr vom Reifenwechsel, das ist die kleine Variante davon. Der steht jetzt bei mir auf 10 kN. Und dann könnt ihr das Ganze noch mal nachknacksen hier. Zack. 2. 3. Also 10 Newton ist für eine 6er Schraube normal. Das ist nicht angedonnert jetzt, ja. Also normal fest halt. Ne? Nicht zu fest schrauben da, die ganze Geschichte.
So, 1, 2, 3, 4 haben wir. Dann kommen diese hier. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7. Nummer 8. Außer die Kamera noch umgehauen hier. So, wo waren wir? Bei Nummer 8. Ja, das ist wichtig. Lasst euch da nicht aus dem Konzept bringen. 9. 10. 11 hatte ich schon. Stimmt was nicht. Ne? War schon richtig. Nummer 11. Ganz hier hinten. Nummer 12. Dreizehn, 14 und wieder die kleine am Schluss. Fertig. Das war's. So, damit ist euer Motor zusammen. Ha, ihr seht, ich habe schon das Zeug hier an den Fingern hängen, die Dichtungsmasse. Und natürlich prima über den Motor verteilt, wenn ihr den auch so schön lackiert habt. Lasst es einfach in Ruhe, jetzt nicht mit Verdünnung oder sonst irgendwas probieren. Sonst ist der Lack nachher wieder ab. Einfach nachher ein bisschen abruppeln. Das geht ab wie Gummi so ähnlich. Ne? Okay. So sieht das jetzt aus. Wenn das überall so ein bisschen, ja, wenn man hier in die Zündung reinguckt, wenn das überall so ein bisschen nachgequollen ist, kann man ganz gut erkennen, ne? Dann ist das okay. Also das soll wirklich nach außen rausdrücken. Soll nicht drunter laufen, aber wenn das so aussieht, passt das. So, wenn ihr das soweit habt, dreht ihr den Motor einmal rum. Okay. Und dann müssen wir noch den Schalthebel reinmachen. An dem Schalthebel, erinnert euch, das ist dieses hier. Okay. Also da müssen wir noch einen neuen Dichtring reinmachen, der gehört dahin, der war vorher drin, der ist auch bei diesem Motordichtungssatz dabei, also bitte nicht vergessen, den machen wir als allererstes da drauf, yep. So, dann gehört da dieser Ring drauf, zack, und die Drehfeder. So, die Drehfeder. Gehört in die hintere Position. Also so sitzt er, wenn er fertig ist. Feder in das hintere Loch. So. So, und wenn ihr jetzt hier reinguckt, das seht ihr innen drin. Das, die Aussparung für den Schalthebel, das ist die Schaltgabel, die wir vorhin eingesetzt haben, die da aus dem Loch rausguckt, mit den Notensteinen. Mal das Ganze noch ein bisschen ausrichten hier, damit das auch da reinpasst. Da könnt ihr oben ganz gut reingucken. Das ist ganz easy. Hier macht ihr bitte ein bisschen Fett dran oder Öl. Geht eigentlich beides. Und das Ganze hier reinstecken, so dass das da unten reingreifen kann.
So, Leute, ich bin hier noch mal einen Schritt zurückgegangen mit diesem Schalthebel hier, weil ich habe hier unten eine neue Feder drunter gelegt und die hat unglücklicherweise so viel Spannung gehabt, dass ich das direkt mit Feder gar nicht reingekriegt habe. Also ihr müsst ja versuchen, wenn ihr euch noch erinnert an die Schaltgabel quasi, ja, mit diesen Nutensteinen. Da war ja oben so eine Aussparung drin und da muss das Ganze reinbaden und dann fühlt sich das so an, ne? Wenn sich das durchdrehen lässt, dann habt ihr was verkehrt gemacht. Aber dann kriegt ihr auch die Schraube gar nicht rein. Also das muss genau passen. Das muss links und rechts einen Anschlag haben, ja, hörbar und fühlbar, also richtig feste. Die Schraube hier habe ich schon angezogen. Die kann in dem Gewinde nur greifen, wenn der Hebel auch richtig sitzt, ja, in dieser Aussparung. Also Anschlag fühlbar links und rechts. Jetzt habe ich die Feder hier oben eingehängt. Ihr seht's. Und unten ist sie natürlich noch nicht auf Anschlag. Also ich habe jetzt im Moment gar keine Federwirkung. Ja? Also gehe ich jetzt her, drehe das Ganze, nehme hier einen Schraubenzieher und bringe die Feder da in ihre Position. Kleiner Schraubenzieher tut es auch. So, die muss hier. Na komm doch. Da dahinter. So. Und wenn das Ganze funktioniert hat, dann sitzt die Feder dahinter. Da unten drin. Das, kann man das erkennen, ja. Okay. So, und dann fühlt sich das so an. Ziemlich stramm, funktioniert aber gut. Das Ganze drehen wir fest, aber auch nicht überfest, also so, dass ich das noch bewegen kann. Fertig. So, für den Zusammenbau heute war es das erstmal. Also wir haben alles an seinem Platz. Die Motorhälften sind zusammen, wenn ihr wollt. Könnt ihr jetzt in diesem Zustand hier, wo das noch so ein bisschen flexibel ist, hier das Zeug, diese Dichtungsmasse, könnt ihr das ganz gut abrubbeln oder vorsichtig abkratzen mit irgendwas, mit Plastik oder so, geht es ganz gut ab. Das ist hier noch ein bisschen zu schmierig, also es müsste noch eine halbe Stunde stehen oder so und dann kann man das ganz gut abrubbeln. Ja. Die Motorhälften sind zusammen. Schaltung funktioniert auch schon mal im Groben. Ist alles gut. Und ja, ich würde sagen, es geht als nächstes weiter mit der Zündung. Die Zündung und das Polrad wieder montieren. Dann die Kupplung. Zum Schluss Zylinder und Kolben. Und dann sind wir schon im Endspurt, würde ich sagen. Jo, also dann wünsche ich euch gutes Gelingen, wenn ihr das nachbauen oder nachvollziehen wollt hier. Und wenn irgendwas sein sollte, könnt ihr mir gerne Fragen stellen und euch melden. Ja, ich versuche dann immer zu helfen, so gut ich kann. Also, bis dann. Ciao.